18,5% aktuell Zustimmung bundesweit. Aber nicht nur das, auch noch in drei Bundesländern die stärkste Partei. 32% in Sachsen, 30% in Thüringen, 24% in Brandenburg. Das sind die aktuellen Zustimmungswerte der AfD. Ich will nicht mit Lokalpatriotismus ankommen. In Münster haben wir es ja ganz gut. Aber in Münster gibt es auch ein ganz 100 Jahre altes Gedicht, was wir in Münster immer aufsagen, was hoffentlich jede Person von euch kennt. Ich sage das einmal kurz vor und dann können wir das vielleicht zusammen einmal aussprechen. Das geht so auch in diesem Rhythmus. Ganz Münster hasst die AfD. Vielleicht schaffen wir das einmal gemeinsam, um das nicht zu vergessen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir, glaube ich, insbesondere hier in einer großen Verantwortung haben, weil die hier eben sehr wenig Zustimmungswerte haben. Und ja, dabei soll es auch bleiben. Also einmal zusammen. Ganz Münster hasst die AfD! 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 Der nächste Redebeitrag ist von Markus vom Bündnis gegen Abschiebung. Hallo. Ich glaube, von mir kommen jetzt ein bisschen kritische Worte dazu, auch zu dem, was ich vorher gehört habe. Tut mir leid, aber ich muss das einfach sagen, aus meiner Sicht. Ich mache seit circa 30 Jahren Asylpolitik, außerparlamentarisch, versteht sich. Vor 30 Jahren hat das alles angefangen. Nee, eigentlich schon länger, aber vor 30 Jahren war die Grundgesetzänderung, Artikel 16, und dann mit Drittstaatenregelungen und Asylbewerberleistungsgesetz und die ganze Scheiße, die danach kam. Seitdem ist eigentlich kontinuierlich immer weiter sind die Rechte der Geflüchteten eingeschränkt worden. Es gibt gewisse Kontinuitäten zwischen damals, aber auch Unterschiede. Der Unterschied ist, wir waren damals Zehntausende, die dagegen demonstriert haben. Leute sind aus den Parteien ausgetreten. In der SPD gab es Austritte, jede Menge, weil die gesagt haben, das machen wir nicht mehr mit. Davon merkt man gerade nichts. Wir merken gerade eher das Gegenteil. Zumindest nehme ich das so wahr. Eine weitgehende Ignoranz, ein sich dran gewöhnen gehabt, was hier passiert in diesem Land. Und da frage ich mich, wo kommt das denn her? Die Grenzen sind dicht. Die Mauern werden hochgezogen seit Jahren. Die staatliche Nothilfe alle auf den Meeren gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es Pushbacks. Die werden in den Tod zurückgetrieben. Ihr kennt das alles. Die Menschen krepieren. Und wir gewöhnen uns daran. Und wir offensichtlich hier nicht. Aber die meisten dieser Gesellschaft gewöhnen sich daran. 2015 gab es sowas, irgendwie so eine Art Modeerscheinung, tut mir leid, das muss ich heute so kritisch sehen, wo auf einmal ganz viel Solidarität da war, aber danach war Feierabend damit. Und jetzt kriegt es keiner mit, es kriegt keiner mit, es kapiert keiner, was eigentlich jetzt gerade da passiert. Das ist eigentlich der GAU der Flüchtlingspolitik, was wir gerade erleben. Nicht mehr und nicht weniger. Also nochmal die Frage, woher kommt das denn? Wieso erleben wir das, dass gesamtgesellschaftlich kaum irgendwie Widerspruch da ist? Wir sind heute 100 Leute oder so. Schön, dass ihr alle da seid. Wunderbar. Ich finde es auch wichtig, dass wir immer noch da sind. Aber wir müssen uns natürlich fragen, wie kommt es denn, dass da keiner mehr dabei ist? Und da komme ich so auf die Rolle der Parteien. Ich glaube schon, dass die eine wesentliche Rolle dabei spielen. Und dabei vor allen Dingen die Grünen. Tut mir leid, mein Lieblingsthema. Aber mit den Grünen ist alles möglich. Ich würde zugespitzt sagen, wenn die demnächst angehen, die Todesstrafe zu ändern, mit den Grünen kriegen wir auch das durch. Mit den Grünen ist alles zu machen. Die schaffen ein gesellschaftliches Klima, wo wir über Nachhaltigkeit und Ökologie quatschen, aber die Menschenrechte vergessen, mit Füßen treten. Das so sieht's aus. Ich bin froh, dass im Vorfeld gesagt wurde, nein, hier spricht kein Vertreter, Vertreterin der Parteien.
Ich finde das wunderbar. Das ist ein Konsens, den ich kenne aus Jahrzehnten der außerparlamentarischen Bewegung. Die können gerne hinkommen, wenn sie uns unterstützen wollen, aber wir geben denen kein Podium dafür. Was Horst Seehofer nicht geschafft hat, mit den Grünen schaffen wir das. Kein Problem. Dann kommen die und erzählen uns, was, wie sie wieder Bauchschmerzen haben und wie blöd das für sie ist. Und Baerbock jammert, was sie für, das kennen wir. Joschka Fischer hat auch gejammert, als die Bomben geflogen sind gegen Jugoslawien. Da wurde ihm auch ganz übel. Das kennen wir alles. Aber letztendlich haben die Grünen mit ein gesellschaftliches Klima geschaffen, in dem das alles möglich ist, in dem das akzeptiert ist. Jedenfalls sehe ich das so. Und jetzt kommen sie damit und erzählen uns, ja, Familien und Junge und Kinder wollten sie da rausnehmen. Dann frage ich mich ernsthaft, was heißt das denn? Also das heißt, das, was die Kinder und Jugend und die Familien möglichst nicht erleiden sollen, die Erwachsenen können das alle. Das ist kein Problem. Die kann man ruhig einsperren in den Außenlagern. Und das haben sie natürlich auch nicht durchgekriegt. Aber das erzählen sie uns jetzt, wie wichtig das ist und was sie für Bauchschmerzen haben. Der Rassismus, der ist in der Mitte der Gesellschaft und das ist auch ein Phänomen, was wir daran erkennen, dass das keinen Menschen mehr interessiert oder ganz wenige nur noch. Und tut mir leid auch mit der AfD. Ich habe den Eindruck, das gehört zu Münster dazu, so ein bisschen Lifestyle. Wir sind auch gegen die AfD. Wie können wir massenhaft gegen die AfD sein und aber die Abschaffung der Menschenrechte hier scheißegal sein? Tut mir leid, aber Tausende gehen auf die Straße gegen die AfD. Und noch, der Rassismus in der Gesellschaft ist nicht angekommen, sondern der ist längst da. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Nichtsdestotrotz, dass wir alle hier sind, ist es wichtig. Es ist wichtig, dass wir weiterkämpfen. Wir haben eine Aufgabe. Wir müssen uns dagegen wehren, wenn die Mehrheit schon schweigt dazu und das nicht mehr sieht. Dann ist es unsere verdammte Aufgabe, trotzdem kritisch zu bleiben, die Augen aufzumachen, alles zu versuchen, um diese Festung Europa zum Einsturz zu bringen. Dankeschön.